Europaweit verloren 6 Millionen Menschen ihr Leben in den Konzentrationslagern. Wilhelm Pohlack kehrte 1949 zurück nach Papenburg, wo er 2015 im Alter von 89 Jahren starb und hier auf dem jüdischen Friedhof in Tunksdorf beigesetzt wurde. Heute gibt es in Papenburg keine Synagoge mehr. Die nächste befindet sich in Osnabrück. Ein Mahnmal am ursprünglichen Sitz der Synagoge erinnert an die jüdischen Opfer aus Papenburg und Aschendorf. Abschließend lässt sich sagen, dass die Judenverfolgung nicht nur in großen Städten wie Berlin, Hamburg oder Köln stattfand, sondern auch in kleineren Orten wie hier in Papenburg. Der Antisemitismus ist heute keinesfalls Geschichte. In den letzten Jahren ist ein beunruhigender Anstieg antisemitischer Vorfälle festzustellen.